Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Am 3. Juli war mal wieder eine fand mal wieder eine Blitz-Titled-Arena statt auf League Chess. Ich habe live gestreamt und mitgespielt, meine Partien kommentiert. Und während ich versuchte, mich unter den Top 100 der Titelträger in dem Turnier zu platzieren, was mir letztendlich auch bravourös gelang, schrieben lauter Zuschauer im Chat Nachrichten über das unglaubliche Spiel von Dr. Nykterstein. Dahinter verbirgt sich natürlich kein geringerer als der Weltmeister Magnus Carlsen. Er hat wirklich alles in Grund und Boden gespielt am Samstag. Holte 32 aus 34 Punkten. Also Wahnsinn. So ein Score. Und er gewann die ersten 30 Partien in der Arena. Also Wahnsinnsturnier vom Weltmeister. Der ist natürlich auch total locker gewonnen letztendlich. Ja, ich glaube, er hat sich so ein bisschen auch, weiß nicht, ob er sich den Frust vom Gold Money Asian Rapid da rausgespielt hat, weil er dort, dass er nicht gewonnen hat. Der hatte gegen Aronian im Halbfinale Levon Aronian verloren. Ich habe ja auch hier zahlreiche Videos gemacht zum Gold Money Asian Rapid. Und ich habe mir natürlich alle Partien durchgespielt. Alle seine 34 Blitzpartien vom Samstag, vom 3. Juli. Und habe eine rausgepickt, die ich euch zeigen möchte. Es ist eine Gewinnpartie, wenn er 32 aus 34 holt. Ich zeige jetzt hier keine Verlustpartie. Es geht natürlich so ein bisschen darum zu lernen, wie greift Magnus Carlsen an. Er ist taktisch einfach unglaublich stark. Das sieht man immer wieder. So, sein Gegner hier, Don Matteo 85. Ich weiß gar nicht, ob er einen Titel hat. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Doch, natürlich hat er einen Titel, aber ich weiß jetzt nicht welchen. Gehen wir mal rein. Magnus beginnt hier mit Springer F3. Das ist eine Blitzpartie, ne? 3 plus 0. 3 plus 0 ist natürlich auch echt wenig, ist mir aufgefallen, in der Blitzarena. Gerade wenn man auch live streamt, da kann man überhaupt nicht mehr den Stream-Chat lesen und groß kommentieren. G6. Schwarz spielt G6, okay. E4. Weiß geht jetzt über nach Läufer G7, D4 in die moderne Verteidigung. Das ist die moderne Verteidigung. Und es ist interessant, nach D4, D6, Springer C3, Springer F6, wir sind jetzt nicht in der modernen Verteidigung, jetzt wieder über Zukunftsstellung in die Pirz-Verteidigung. Ne? Wie der Computer Stockfisch diese Stellung immer bewertet mit dem Raumnachteil für Schwarz, er sieht hier immer klar einen Vorteil für Weiß. Es ist echt krass, wie der Raumvorteil inzwischen extrem überbewertet wird vielleicht, ja, aber auch wirklich überbewertet wird von den Engines. Also Raum ist ein extrem wichtiger Faktor im Schach. Ne? Und Raum schafft man, indem man Bauern ins Zentrum stellt. Deswegen erste goldene Regel, besetze mit Bauern das Zentrum. Ja? Meine Brille ist nicht ganz scharf. Hier gibt es viele Möglichkeiten für Weiß fortzusetzen. Magnus spielt hier Läufer E3, bereitet hier diesen typischen Angriff vor, ne? Mit langer Rochade. Kurze Rochade, Dame D2. Hier denke ich, ist wahrscheinlich der beste Zug C6 mit der Idee B5 in vielen Varianten, ne, und B4. Den Springer attackieren ist eine der Ideen. Typische Idee in dieser Struktur. Der Schwarze wählt hier aber Läufer G4. Greift hier den Springer an. Hier interessanterweise gibt es hier den Zug Springer G5. Das ist der Theoriezug, der ist auch sehr stark. Die Idee ist, nach H6 mit H3 zu kontern. Wenn jetzt Schwarz den Springer nimmt, HG5, dann kommt HG4. Ja, und dann öffnet sich die H-Linie für diesen Turm auf H1 und das freut den Weißen natürlich. Wir nehmen auf G5, greifen dann an am Königsflügel und haben die offene H-Linie schon. Das ist super. Nach H3 müsste der Läufer eventuell weg nach D7, dann geht der Springer aber wieder zurück nach F3. Man hat so ein seltsames Hin- und Her-Spiel, aber was aber Weiß begünstigen würde mit Angriff hier auf den Bauern H6, das möchte man eigentlich nicht spielen mit Schwarz hier, sich zu schwächen. Die Rochadestellung, der soll eigentlich auf H7 stehen bleiben. Carlsen spielt aber nicht Springer G5, sondern eine ähnliche Idee, und zwar Springer G1. Total lustig. Geht mit dem Springer zurück, sieht ein bisschen unlogisch aus, ist aber die gleiche Idee. Er möchte hier mit F3 den Läufer attackieren und danach den Springer wieder ins Spiel bringen. Ich denke, das Beste wäre hier, weil Weiß es ein bisschen Zeit verloren hat, mit C5 direkt das Zentrum zu attackieren. Generell ist es unglaublich wichtig in diesen Eröffnungen wie Königsindisch oder hier Pirz, in Eröffnungen, in denen man so ein bisschen Raumnachteil hat, ja, mit diesen Strukturen. Das Zentrum muss attackiert werden. Das Zentrum des Gegners muss attackiert werden. Früher oder später. Oder
In vielen Varianten ist es sehr, sehr wichtig, das Zentrum zu attackieren. Ne? Also hier der D-Bauer halt mit E5 oder C5 fallen. Ne? Schwarz spielt aber Läufer D7, geht mit dem Läufer zurück. F3. So, jetzt hat Weiß hier so ein schönes Zentrum. Ne? Sehr, sehr stabil hier. Anstatt das Zentrum zu attackieren, jetzt hier mit E5 zum Beispiel, spielte Schwarz Springer C6. Okay, lange Rochade, A6. Der Plan ist offensichtlich, Schwarz möchte mit B5 loslegen. Ich denke, früher oder später hätte Schwarz auch hier E5 spielen müssen. Irgendwann. Ganz wichtiger Zug, um das Zentrum zu attackieren halt. Ne? Und wenn Weiß vorgeht, dann einfach hier den Bauern opfern eventuell. Ne? Hier, wenn Weiß hier Läufer schlicht den Bauern gewinnt, Läufer D4, ED4, Dame D4, dann bekommt Schwarz immerhin einen starken Läufer auf G7, der hier auf der Diagonale halt sehr stark steht und den schwarzen Feldern halt, ne? Früher oder später. Und das Wichtige ist halt in so einer Situation vom Prinzip her, wenn Weiß diesen starken Läufer abgibt, dann kann er ihn nicht mehr tauschen hier gegen den Rochadeläufer, ne? Wodurch er ja die schwarze Königstellung schwächen möchte, wie wir später sehen werden. Das sind alles wichtige Ideen. A6, okay, G4, B5, H4. Gegenseitiges Bauernrennen, ganz typisch. Weiß zieht einfach die Bauern vor am Königshügel. Hier steht Weiß schon deutlich besser laut Engine. Schwarz versucht hier mit H5 das Ganze zu blocken am Königshügel. Läufer H6 möchte die Läufer tauschen. Naja, es gibt hier zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Ne? Schwarz attackiert hier diesen Bauern dreimal und er nahm jetzt den Bauern mit H-Schlicht G4. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn er die Füße stillhält und nicht freiwillig den Königsflügel öffnet? Zum Beispiel König H7. Dann Läufer G7, König G7, GH5, Springer H5 und dann kommt der andere Bauer. F4, F5, ne? Diese Bauern hier sind halt unglaublich stark und auch hier steht Weiß besser. Aber nicht ganz so gut wie in der Partie. Schwarz spielt hier ein bisschen kooperativ, schlicht auf G4. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp jetzt, Leute. Wenn ihr am Königsflügel attackiert, bei heterogenen Rochaden, heterogenen Rochaden heißt, wenn die entgegengesetzt sind, für die, die es nicht wissen, dann opfert man einfach die Bauern am Königsflügel und öffnet den Flügel. Ganz wichtig. Es ist egal. Der Bauer hier, der geopfert wird, völlig egal. Es geht hier weiter mit H5. Einfach Linien öffnen zum schwarzen König. Und sowas beherrscht Karl natürlich aus dem FF. H5. Was macht Schwarz? Er spielt B4. Greift den Springer an. Auch nicht so der gute Zug. Der geht nach D5. Warum? Es ist total sinnvoll, diesen Springer auf F6, der ja hier wichtige Felder verteidigt, zu tauschen. G schlicht F3. Naja, und hier könnt ihr vielleicht den Angriff von alleine fortsetzen. Wie würdet ihr hier fortsetzen? Das spielt sich jetzt von alleine. Das kann man schon fast durchrechnen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Na? Geht ganz fix. Wie geht's hier weiter? Einfach die H-Linie öffnen. H schlicht G6. F schlicht G6. Jetzt einfach weiter schlagen. Läufer schlicht G7. König schlicht G7. So, der schwarze Königsflügel ist geöffnet. Jetzt kommt die Mama rein. Dame H6 Schach. Ganz typisch. Die H-Linie ist offen. Ne? König G8 ist noch schon matt nach Dame Schlicht G6. Ganz fix. Der König muss nach F7. Springer schlicht F3 jetzt. Der Springer möchte auf G5 einen Schach geben und dann Dame Schlicht G6 Schach. Und dann ist auch schon matt. Ratzfatz. Turm G8 deckt den G6. Springer G5 Schach trotzdem. König E8, einziger. Hier gibt es verschiedene Gewinnzüge, aber Magnus fand wirklich ein sehr schönes Ende. Und witzig ist, dass viele Figuren noch gar nicht ihr Grundfeld verlassen haben. Ne? Also der Turm auf H1 zum Beispiel, der steht die ganze Zeit auf H1. Ne? Von Beginn an H-Linie geöffnet, er hat seine Schuldigkeit getan. Bei Schwarz auch hier der Turm auf A8, die Dame auf D8 noch gar nicht gezogen. Der König auf E8, nee, der hat schon gezogen. Ne? Dummerweise steht er da schon wieder auf E8. Ja gut, Weiß gewann jetzt hier oder zwang den Gegner zur Aufgabe mit Dame H8. Schöner Zug. Schwarz gab auf. Wenn Schwarz die Dame nimmt, dann ist halt matt. Springer G8, Turm schlicht G8 matt, weil der Springer das Fluchtfeld hier kontrolliert.
Und es droht Springer schlicht F6 Schach, gefolgt von Dame schlicht G8. Der einzig logische Zug, der mir hier in den Sinn kommt, ist Turm F8, den Turm nach F8 zu stellen. Aber hier gewinnt Dame G7. Mit der Idee Turm H8 und es gibt hier keine Verteidigung. Ne? Beziehungsweise Dame schlicht G6 droht. Gefolgt von Matt hier. Es ist halt over. Also sehr, sehr schneller Sieg hier nach nur 20 Zügen mit Weiß für den Weltmeister gegen Don Matteo 85, der sich aber bestimmt gefreut hat, gegen den Weltmeister mal zu spielen. Ich hätte mich auch gefreut, gegen Dr. Nüktersein zu spielen. Allerdings war ich mit Platz 75 am Ende und ich weiß nicht, wo ich zwischendurch lag. Man muss halt schon unter den mindestens oder den Top 50 sein, um überhaupt theoretisch eine Chance zu haben, gegen ihn zu spielen, weil er war die ganze Zeit an 1, ne? Hat irgendwie alles in Grund und Boden gespielt. Da muss man natürlich schon weit vorne sein, um eine Chance zu bekommen, gegen ihn zu zocken. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Es ist lehrreich. Denkt dran, beim Angriff auf heterogenen Rochaden, Linien öffnen, Bauern opfern, das ist egal. Ganz wichtig ist, Linien öffnen ganz schnell, zum gegnerischen König durchdringen und es ist dann, geht dann ganz fix, wie in diesem Fall, wie ihr gesehen habt. Ne? Ich hoffe, das Ding hat euch gefallen. Bleibt dran, trainiert schön, seid fleißig und guckt euch meine Videos an. Ne? Dann wisst ihr Bescheid, dann werdet ihr besser. Kann ich euch versprechen. Macht's gut, bis bald.